Es geht weiter. Hallo! Und das ist der letzte Part für heute. Ich bin's. Ich bin auf Morgen angekommen. Hey Beluga, wie sieht's da drüben aus? Ich habe nur oberflächlich gekratzt, aber hier gibt's noch viele Ruinen und Legenden. Wir sollten Mao auf jeden Fall nach näher untersuchen. Verstanden, wir kommen so bald wie möglich. Okay, bis dann. Noch ein Anruf? Neville, was gibt's? Ich habe einige zusätzliche Funktionen für den MK2 vorbereitet, also hör gut zu. Du kannst den Rumpf der MK2 austauschen, um eine Spezialanpassung vorzunehmen. Wirklich? Das hört sich ja ziemlich abgefahren an. Falls du einen anderen Typ des MK2 komm zum Entwicklungssektor der Golden Rohr. Allerdings muss ich für jeden Typ eine kleine Entwicklungsgebühr berechnen. Wäre das okay? Ich glaube, damit kann ich leben. Du kannst den Rumpftyp des Darks mit MK2 ändern. Typänderungen können im Menü Anpassungen vorgenommen werden. Durch den Wechsel zu Fischen erhältst du andere Fähigkeiten und Techniken. Gut so. Das werde ich jetzt mal gleich richtig mal ausprobieren und mal Spaß haben damit. Nächstes Ziel. Ich wusste. Heftig. Bazette. Erdel. Aber erstmal Golden Rohr. Irgendwas. Ich will erstmal die neue Rüstung. Und sieht nicht mein Dark mal geil aus. Willkommen rein, kommt rein. Okay. Dann habe ich das gemacht. Anpassen. Typ ändern. Ermöglicht schnellere Bewegung, erhöht Beweglichkeit, senkt Abwehr. Ich lasse das mal so. Das ist mal geil. Das ist echt jetzt mal geil. Das gefällt mir richtig. Zurück zu Asmodeus. Kabine. Audio, ich hab doch irgendwas, oder? Ich wusste es doch. Bibliothek. Okay. Ach ja, nächstes Ziel, Bazette. Wenn der Bastard jetzt mich, wenn er jetzt der Bastard sagt, du darfst nicht durch, dann klatsch ich den weg. Wenn du mir jetzt dahin das. Ich dachte schon. Ich habe echt gedacht, dass er mich jetzt da jetzt hindern will. Okay. Ja, der kleine Bastard will mich verarschen. Schwarz und weiß. Okay. Vielleicht wird es für euch langweilig sein, aber ich werde erstmal jetzt alles hier holen. Okay. Ficken. Gab's ein paar Dinge, die ich gebrauchen kann. Wie das hier zum Beispiel. Der bewegt sich echt schneller. Ist gut. Ich mag den Daha MK2 jetzt. Ach komm, was ist das Problem jetzt? So.
Ey, ich sehe das doch, dass da irgendwas ist. Da könnt ihr mir nicht sagen, dass ich nicht da durch kann. Achso. Ey, ich bin doch ein bisschen... Ich bin doch etwas beschränkt, das muss man echt sagen. Bin echt ein bisschen beschränkt im Kopf. Naja, ich lasse es einfach. Hier war nichts, okay. Hab ich schon irgendwie 15 von den Dingern da? 13. Das erweitert sich immer mehr und mehr. Okay. Das Spiel wird immer besser. Willst du mich verarschen? Nochmal? Geh weg. Geh... Du ekliges Teil. Komm, wirf deine Kackdinger. Nimm das und wirf auf deinen Kopf. Oh, so willst du es haben. Und weg. Drecksteil. Kann da hoch, oder? Ich verschwende bloß eure Videozeit, ich weiß. Ey, ich bin mir ganz sicher, dass ich da hoch kann. Er will nicht. Okay, jetzt bleibt noch die Frage, wie komme ich zu der einen Kiste da? Warte mal, ich habe da eine Idee. Oh. Tut mir leid, Leute. Dass ihr mit solcher Inkompetenz hier arbeiten müsst. Oder gucken müsst. Mache ich das einfach mal. Okay, da müssen in dieser Welt noch so viele P-Kristalle übrig sein. Das Spiel wird noch weitergehen und das gefällt mir immer mehr und mehr. Weil es einmal neue Dinge gibt, die man jetzt einfach hier sehen kann. Und wo bist du denn? Erstmal das hier holen und dann das hier. Ach so, okay. Von da bin ich gekommen. Ich konnte das hier aufmachen. Letzte Foto. Nein, von Schwarz und Weiß. Hey, B-Kristalle, hey.
Warte, kann ich da durch? Nein, kann ich nicht. Aber wieso ist das grüne Ding da? Das hat keinen besonderen Sinn, oder? Okay. Damit haben wir alles hier geholt. Und wir gehen wieder rein, auf Versehen. Okay, damit können wir einfach jetzt raus. Okay, komm. Wir beeilen uns etwas jetzt, weil ich will auch hier weiterkommen. Vergiss nicht, ich muss. Oh. Haben die bisher so viel abgezogen bei mir? Okay, schnell durch. Das war knapp. Fickt euch doch einfach ins Knie. Warte, war da nicht Fleisch oder so? Ein Ring war da. Fast, fast wäre ich gestorben. Okay. Wir gehen mal zu der Quest in Bazette. Aber erstmal speichern. Und du? Nee, nach Samoede. Ich möchte die Kinder zu einem Gedenkbesuch nach Samoede mitnehmen. Am liebsten wäre mir jemand, der Kinder mag. Ach so, okay. Freundin Frisier kann natürlich keine Bitte abschlagen. Sie hält sich bestimmt hinter dem Hinweisen auf. Viel Glück. Oder warte, ach, ich spiele das heute mal weiter. Bis ich irgendwie mal keinen Bock habe. Weil momentan habe ich echt Bock, das hier zu machen. Aber ich muss langsam mal anfangen zu fischen. Das ist wichtig. Und du? Ich bin sehr froh, dass du da bist, Ritz. Hallo, Fräulein Frise. Ich habe nur, sie wollen einen Ausflug nach Samoede machen. Ja, ich möchte, dass die Kinder dort auf dem Friedhof einen Gedenkbesuch machen. Ich verstehe. Ich hätte gehofft, dass jemand zu finden, der uns einfach mit dem Schiff dorthin fliegt. Aber Red, da du den Job angenommen hast, könntest du denn auf die Kinder aufpassen? Na gut, geht klar. Ich möchte gern so schnell wie möglich los. Wie sieht's bei dir aus? Es kann jederzeit losgehen. Es wird hier drin wahrscheinlich etwas eng werden. Passt auf eure Ellbogen auf. Hoho, los geht's. Wir sind in Samoede. Hier ist es ganz anders als in Bazette. Hier ist es sauberer. Hier riecht's aber gut. Guckt euch mal diese Bäume an. Wow. In Bazette gibt's keine Wälder. Oh, lasst uns in den Wald gehen und Verstecken spielen. Oh ja, Verstecken spielen. Jetzt mal langsam, Kinder. Du bist dran. Hey, halt, wartet. Ich renne ihnen hinterher und hol sie zurück. Keine Sorge. Hey, komm zurück. Ja, du gehst hin und holst sie her, alles klar. Verstecken spielen, sage ich mal. Puh, wo sind denn die Kinder hin? Tut mir echt leid, aber sie sind in den Wald gerannt. Ich glaube, sie wollen Verstecken spielen. Oh, diese kleinen Racker. Red, könntest du sie bitte suchen gehen? Ich mach mich sofort auf den Weg. Danke, Red. Oh,
Und wir sehen uns im nächsten Part.